Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Xbox Dynasty. Ich bin der Raiden und befinde mich hier in Stranger of Paradise Final Fantasy Origin. Und wenn ihr schon unsere Videos zu dem Spiel gesehen habt, dann werdet ihr festgestellt haben, dass ich aus diesem Spiel kein Hehl gemacht habe, dass wir hier verschiedene Einstellungen haben, beziehungsweise verschiedene Sachen, die recht komplex sind. Und darauf möchte ich einmal darauf zurückgehen und das Ganze euch einmal erklären. Da ich jetzt nun auch schon fortgeschrittener im Spiel bin, kann ich euch jetzt hier einige zeigen und ich hoffe, es hilft euch bei eurem Einstieg, wenn ihr das Spiel auch anfangen solltet oder wenn ihr vielleicht hier und da noch nicht ganz durchgeblickt habt. Und zwar das Jobmenü ist das Klassenmenü, wenn man das so sagen kann. Und hier kann man verschiedene Punkte verteilen, die euch natürlich viele verschiedene Sachen pushen, zum Beispiel hier erhöht die Wirksamkeit von Tränken oder hier bekommen wir Klassenaffinität dazu. Das heißt also, ich bekomme zu meiner Klasse 15% obendrauf. Das Ganze ist passiv, das heißt also, egal was ich ausrüste, diese 15 Sachen, die bleiben natürlich und das ist natürlich auch sehr gut, warum das so ist. Dazu kommen wir später. Wichtig ist erstmal, dass hier ganz hier unten, und zwar wenn ich ganz unten bin, schalte ich neue Klassen frei, beziehungsweise neue Jobs. In dem Fall hier der Ritter und auf der anderen Seite der Rotmagier. Und das ist bei jeder Klasse der Fall. Jeder Klasse kann ich hier immer unterschiedliche neue Sachen freischalten, wie zum Beispiel den Samurai oder aber den Krieger. Diese ganzen Sachen, die sind natürlich sehr, sehr wertvoll und man kann diese Klassen bzw. die Jobs auch weiter leveln, indem man mit der Klasse spielt und Erfahrungspunkte sammelt oder man kann hier Animasplitter verteilen. Das heißt also, je nachdem, welche Hauptmissionen oder Nebenmissionen ihr gemacht habt, bekommt ihr Animasplitter und diese könnt ihr dann hier kostenlos verteilen, sodass ihr hier in eurem Fähigkeitsbaum weiter voranschreiten könnt. Diese Klassen sind natürlich sehr wichtig, denn bei der Kampfeinstellung kann man hier einschalten, was man spielen möchte und was sich daraus ergibt. Wie ihr hier sehen könnt, habe ich hier verschiedene Sachen freigeschaltet. Meine Waffe bestimmt quasi meinen Job. Das heißt also, wenn ich jetzt hier auf die Tachi wechsle, dann steht hier da, die Waffe ist nicht mit dem aktuellen Job kompatibel. Und wollen wir den Job wechseln? Ich zeige es euch mal. Wir drücken jetzt hier Ja und da wird mir hier der Ronin angezeigt. Das heißt also, ab jetzt bin ich ein Ronin. Wechsle ich wieder zurück auf meine Warlord Waffe, kommt dasselbe wieder und hier kann ich mich dann entscheiden, was möchte ich denn hier nehmen. Meine Gladiator-Klasse, die ich schon vollständig aufgewertet habe, oder aber meine neue freigeschaltete Klasse, und zwar der Ritter. Ich zeige euch jetzt einfach mal meinen Gladiator, da der hier am höchsten ist und da befindet sich natürlich auch einige anderes, wie zum Beispiel der Affinitätsbonus und was mir dieser hier bringt. Wenn ich jetzt einmal X drücke, sehe ich genau, was mir das hier bringt. Und zwar, wenn ich 20% von dieser Klasse erreiche, dann bekomme ich 25 Lebenspunkte dazu. Hier Kondition 2. Hier bekomme ich nochmal einen guten Bonus von 7,5% auf meine Windleiste, wenn ich ein Schild ausgerüstet habe. Und natürlich noch vieles, vieles mehr. Wenn ich hier unten die 400% erreicht habe, ermöglicht den Einsatz aller Waffenfertigkeiten für das Schwert. Und das ist natürlich auch sehr, sehr gut. Ich habe aktuell nur 160%. Das ist aber in Ordnung, denn hier bekomme ich 25 LP plus 4 Stärke, 2 Konditionen, 4 in Seele und 4 in Glück. Also müsst ihr hier versuchen, rum zu experimentieren, euch verschiedene Sachen auszurüsten. Jeder Charakter hat 2 Klassen, wo ihr hier rumwechseln könnt. Auf den einen bin ich hier Weißmagier und auf dem anderen hier mein Gladiator. Und
Natürlich gibt es natürlich hier noch einiges mehr, wie zum Beispiel Combo-Fertigkeiten. Das Spiel ist ungefähr so ein bisschen aufgebaut wie ein kleines, einfaches, simples Beat'em-up-Game. Ihr habt verschiedene Tastenkombinationen, zum Beispiel RB, RT oder RB, RB, RT. Und je nachdem werdet ihr verschiedene Sachen hier ausführen. Ihr könnt das Ganze auch wechseln, wenn ihr das freigeschaltet habt, zum Beispiel hier abfangen. Das werde ich jetzt mal nehmen, das ist nämlich passend zu meiner Klasse. Und danach auch nochmal, zum Beispiel den Bodenwurf, das kann man hier alles ändern. Ihr müsst aber daran bedenken, ihr braucht halt auch immer die Magiepunkte dazu, die ihr euch während des Kampfes immer steigern könnt. So, und hier unten gibt es dann noch Kommando-Fertigkeiten, die könnt ihr auch ändern, wenn ihr die freigeschaltet habt. Das Ganze wird euch verschiedene neue Fähigkeiten bringen, wie zum Beispiel eine Tachi beschwören. Dann habt ihr ein anderes Schwert in der Hand, behaltet aber eure Klasse einfach bei. So, natürlich haben wir hier auch viele, viele Gegenstände. Wie ihr hier sehen könnt, habe ich jetzt hier schon einiges freigeschaltet und das Ganze kann man natürlich auch beim Schmied hier auseinandernehmen. Und da gehen wir jetzt einfach mal zu meiner Rüstung. Und da sehen wir, hier habe ich ganz, ganz viel. Das kann ich alles markieren und dann verschicken. Für das Verschicken, beziehungsweise alles, was ich zerstöre, beziehungsweise auseinandernehme, dafür bekomme ich neue Gegenstände. Je besser der Gegenstand ist, den ihr auseinandernehmt, umso bessere Materialien bekommt ihr, die ihr dann bei gleichfarbigen verschiedenen Waffen oder aber auch Rüstungen wieder aufwerten könnt. Ich zeige euch mal zum Beispiel, zerlege ich jetzt einfach mal meinen gebundenen Plattenrock und meine Stiefel der Treue. Dafür bekomme ich Silberplatten, Silberinsigne, Splitter des Mutes, Hoffnung und Hingabe. Das Ganze werde ich jetzt einmal zerstören und kann das Ganze, was ich zerstört habe, beziehungsweise die Materialien verwenden, um eine andere Waffe, wie zum Beispiel das hier von der Warlord, meine Hauptwaffe, die ich benutze, kann ich dann noch verbessern. Zum Beispiel zugefügte Schaden. Und den kann ich jetzt erweitern, wenn ich genug Materialien habe. Den kann ich sogar bis 0,9% erweitern, das heißt also, das wird noch auf jeden Fall ziemlich stark. Ihr müsst natürlich entscheiden, wo ihr das Ganze natürlich hinsetzt, denn ihr werdet immer mal wieder gute Waffen finden. Das Ganze hat natürlich auch ein System, denn blau ist jetzt Seltenheit 1, dann kommt gelb, das ist Seltenheit 2, danach kommt grün, das ist Seltenheit 3 und violett ist dann mit Seltenheit 4 ausgerüstet. Und da sehen wir schon zugefügter magischer Willensschaden. Das ist schon sehr stark. Und hier kann ich das zum Beispiel noch weiter erhöhen auf 1,9%. So viel dazu. Nochmal zu kurz zu diesen Animationen, die ich gesagt habe. Je nach Mission, zum Beispiel hier bei der Hauptmission bekomme ich 3 Animasplitter. Bei der Nebenmission bekomme ich 1 und natürlich auch noch extra Belohnungen, wenn ich das Ganze hier abschließe. So, jetzt kommen wir nochmal zu dieser Gruppe. Die Gruppe besteht immer aus 3 Leuten. Insgesamt gibt es hier, beziehungsweise habe ich 4. Ich habe hier noch den Ash auf der Reserve und die Neon habe ich in meinem Team getan. Ihr solltet natürlich auch aufpassen, dass ihr ein ausgewogenes Team habt. Die Missionen, die sind doch schon manchmal recht knacke, das heißt also, achtet also darauf, dass ihr mindestens einen weißen Magier im Team habt, der euch während des Kampfes unterstützt, beziehungsweise heilt und verschiedene Statusänderungen von euren Leuten aufheben tut. So, hier gibt es noch verschiedene Kombisets, das könnt ihr natürlich euch speichern. Wie schon gesagt, habe ich hier oben meine erste Kombination, mein Kampfset, das ist das mit diesem Magier und das andere hier noch. Und dann man kann natürlich noch weitere Sachen hier speichern. Wenn ihr jetzt in die Mission geht, könnt ihr sagen, okay, ich nehme jetzt mal doch mein Kombiset 2, denn hier will ich was leveln oder aber ausprobieren. Denkt immer daran, je nachdem, was ihr ausrüstet, werdet ihr links sehen, rechts werdet ihr sehen, hier Stärke, Agilität. Je nachdem, was ihr ausrüstet, wird hier auch diese Werte
sich verändern, beziehungsweise das wird sich dann auch spürbar bemerkbar machen bei den Missionen. Und ihr solltet natürlich aufpassen, dass ihr das alles ganz gut macht, sodass ihr von den Gegnern die Willensleiste relativ schnell runterschlagen könnt, sodass ihr denen den Seelenbrecher-Move verpassen könnt und somit eure Gegner schnell besiegen könnt. Und das ist natürlich auch sehr vom Vorteil, denn die Bossfights, die sind hier schon manchmal eine extrem harte Nuss. So, und ich glaube, da sind wir jetzt eigentlich schon so weit durch und ich hoffe, ihr habt das ganze System so ein bisschen verstanden. Wie gesagt, es ist natürlich sehr, sehr komplex. Versucht euch da ein bisschen reinzufinden, experimentiert auch ein bisschen und dann schaut ihr einfach mal, wie ihr das Ganze hier macht. Und dabei wünsche ich euch natürlich viel, viel Spaß.